Sondern auch keine Profi-Aufnahme oder so was, wenn es vorher oder okay, ein Stummfilm oder so was zu werden. Das ist ja einfach nur, dass man irgendwie eine Erinnerung auch daran hat. Aber dumm gewesen, weil gleichzeitig alles noch fotografiert habe ich nicht. Damals, als hier noch die alten T9er gefahren sind? 50, 36 Jahre. Achso, das war ja schon dann so praktisch um 70er Jahre. Ja. Die kamen nochmal auf, ne? Erst hat eine 132 verloren. Die sind ja praktisch eine ganze Strecke gefahren, die von der Stille bis nach Wittenberge hoch, ne? Ja, aber ich bin schon den Wiener auf der Stille. Der Stille ist von der Röber gefahren. Hier ist der Röber, also die Spitze ist einfach zwei Dampfloks. Hier mit der Strecke sind, ne? Toll, toll. Ach, das muss schon schön gewesen sein. Aber wie gesagt, wenn man war damals auch noch ein bisschen so jung gewesen und hatte vor allem auch keinen Bock, mich dann immer an Strecken stundenlang hinzustellen, um dann irgendein bestimmtes Fahrzeug dann zu warten. Und das kostet ja auch alles Zeit. Ja. Ich weiß nicht, aber wenn man jetzt so alte Fotos sieht, ist es ja doch irgendwie bereut man es denn nicht, dass man manche Aufnahmen so nicht gemacht hat. Ja, wir haben Kollegen. Wir haben hier Dias gemacht. Das ist ja echt ein Problem. Ich mache hier einfach ein paar Dias und Bilder. So einen großen Bilder habe ich mir so machen lassen. 27 mal 38 oder 30. Nein, das soll dann nicht mehr sein. Das geht aber schon. Was machen? Einfach das geht. Dann habe ich mir die Dias ausgebeugt. Da habe ich nur noch die Doktor, wo ich mal die Doktor gefahren bin. Sagen Sie, die Brücke hier über die Wemmels, ist das jetzt eigentlich eine Behelfsbrücke oder ist da die Die Brücke ist zwar noch, aber das sind die Fundamente unterschiedlich. Na, also böse Zungen behaupten ja, habe ich ja auch gelesen, dass die praktisch die Behelfsbrücke bloß eingebaut haben, weil es teurer gewesen wäre, die Triebwagen aus Gutes zurück nach Fritzberg der Straße zu überführen. Also, ja, das ist auch das Ziel. Aber jetzt haben sie da auch rausgemacht, die Fleischstücke. Die hat man immer noch gesehen, gerade hier zum Beispiel. Und andersrum wieder, das sind Stellen, wo die Behelfsbrücken rumliegen, ne? Also wo sie in der Lager sind, bei uns alles unklar, warum sind wieder die Behelfsbrücken rum. Dieser Busverkehr, da haben sie ja fast noch den Natürlich, war ja so teuer gewesen. Ja. Die lassen sich nicht bezahlen. Das lassen die sich schon bezahlen, also da. Sind Sie eigentlich noch hochgefahren in Richtung Suko? Welche Richtung? Richtung Suko? Nee. Das ist so 1980. Naja, gut jetzt. Mit vom Windstück, gut ist die Hörte mehr nach Perleberg hin, also Perleberg kann einschicken. Eine Einsatzstelle, ne? Das war ja nicht unsere Strecke, hier fahren wir erstmal raus. Wissen Sie eigentlich, ob in Putlitz irgendwie hier die Bahnhofsbotschaft da noch geöffnet hat? Ja. Die haben sie zugemacht. Ja. Stellen, es ist auch wirklich eine Wende, denn oftmals sind die gar nicht so schlimm, die Gleise und die Schwellen, also wie sie das dann immer hinstellen. Das
wenn der Autobahn auf 100 Kilometer total weggerissen wird wieder und neue macht, dann macht auch kein Mensch. Nee. Das muss ja dann sein. Ja. Überhaupt ist die ganze Regionalisierung im Prinzip geht an der Sache vorbei. Wenn ich sehe, was die heutzutage für Maßstäbe setzen, um irgendwelche Bahnhöfe aufrechtzuerhalten, bis da 50 Reisende pro Tag ein- und aussteigen müssen an Dörfern, dann möchte ich mal wissen, wo das dann der Fall ist. Das ist ja dann praktisch bloß noch eigentlich in kleinen Städten aufwärts. Also schlimmere Schwellen gesehen. Also da hatte die Schnellumbaumaschine ja nicht mehr geschafft, die hochzunehmen. Ja. Die auseinandergefallen. Da sind wir mit 110 auf den 30 gefahren. Denn wenn ich teilweise so, gerade auch im Sommer, so Strecken abgewandert bin und da konnte man also wirklich mit dem Stiefel die Schwellen zu hacken. Und da sind die trotzdem noch rüber gefahren, also teilweise ohne schweren Maschinen und also auch mit 40 noch. Also irgendwo werden da auch die Maßstäbe vielleicht teilweise ein bisschen falsch angesetzt. Wäre wohl ganz schlimm, weil der Name eben zwischendurch gemacht bei Holzschwellen irgendwo. Mhm. Wenn der muss ja dafür unterschreiben, das ist in Ordnung. Ja. Eine Weile her, dass die Strecke mal damals überholt kam. Das war ja wohl noch so in den 70er oder so, bis die alle durchgearbeitet haben. Nein, wenn ich jetzt zwischen meinen Wörtern bescheid viel. Ach, ich weiß nicht, da erkundigt man sich ja vorher. Also, das ist ja klar. Also, mir passiert es ganz niedrig und so hinfahren, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was mich da erwartet. Dass ich für mich immer vorher erkundigt.
Leute gerade hier auf den Dörfern? Ich meine, wenn die Eisenbahn nicht mehr fährt, wie sollen die dann auch weiterkommen? Die Buslinien hier, die werden nicht aufgestockt. Deshalb. Und in manchen Dörfern, wenn man sich das nicht anschaut, da ist da wirklich tote Hose. Da fährt ja auch kein Bus mehr inzwischen. Ja. Warte mal, dieses Ausbesserungswerk von Schmalspurbahn da. Ja. Sieht man da eigentlich auch noch was von? Steht das noch oben? Ja. Ich wollte nämlich heute Nachmittag mal hinfahren. Ja. Ich wollte mir gleich mal so die alten Bahnanlagen da anschauen und sowas. Ich habe so viel gehört davon und dachte, Mensch, wenn man da ein bisschen offen hat, das ist doch einfach mal eine Stunde Zeit. Ja, dann ist die weiter. Das ist die Bärensbrücke hier. Also ich hätte es nicht als Bärensbrücke erkannt. Ja, und da ist, da stehen auch so viele Bärensbrücken, so in der Bahnanlage, die mit den Hosen raus, die werden so umgeklappt, die Füße kriegen. Ja, und vor allen Dingen, die sind ja auch nicht so teuer, wenn die jetzt richtig gemauert wird. Ja. Aber das reicht doch auch, ich meine. Wenn man sieht, wie langlebig teilweise diese Behelfsbrücken dann auch sind, also die halten ja schon mal 30 Jahre. Und dann eine Strecke, die Strecke, da sind irgendwie Behelfsbrücken drin. Da waren wir schon ewig drüber. Die haben das damals gemacht wegen 132, wie wir anpassen. Ja. Ach so. Ja, und dann haben wir 132 angefangen. In einer Zeitschrift mal ein Bild gesehen, hier von Prolangerwisch, wo noch ein altes Empfangsgebäude gestanden hat. Und gerade ein Zug mit einer Elner Lok als GMP eingefahren, also aus den 60ern. Das sieht saumäßig nicht gut aus hier, wirklich. Ich glaube, ich habe verbeugt.
man jetzt so Außenaufnahmen macht, braucht man doch irgendwo ein bisschen mehr als mal einen Tag oder so. Dann ist dann doch ein bisschen. Die waren, glaube ich, gleich in Templin oder so. Templin hat noch welche. Ja. Die haben noch etliche. Ja, und da hat nicht mehr irgendwie. Das ist echt schon mal ein Zufall, wenn man mal noch irgendwo einen rumfahren sieht. Also. Da drin randaliert und dann ist. Naja, da ist aber eine Schuhe. Das sieht man von außen, der geht halt nicht vor. Ist eigentlich gut, dass noch besetzt als Bahnhof? Nein. Ja. Kann da auch gar kein Güterverkehr irgendwie mehr kurz durchgeführt werden. Ja doch, könnte normal, aber ich meine, da wird ja bestimmt nichts mehr sein. Meine Fritzweil ist noch eine Wandelung. Wenn der Diener was bestellt, dann kann man ja in der Pause rüberfahren. Das ist auch kein Problem. Wo ist das ATZ? Die haben den Gleisanschluss, da haben die schon was vorgestellt. Machen das mal. Ich meine, da ist auch die Bahn selber dran schuld. Die nimmt teilweise auch Frachtgebühren für den Güterverkehr. Da brauchen die sich dann teilweise auch echt nicht zu wundern, wenn dann die praktisch die Unternehmen auf LKWs ausweichen. Wenn du mit ihren Anschlüssen. Was sie davon in Politik machen, die sind ja im Prinzip bloß ab 200 Kilometer, dass die irgendwie dann das mitrechnen. Aber so, hier mal gerade, was die immer hier hintergehen und so sind, so eine kleineren Anschließer, die fallen ja voll unter den Tisch.
so ein kleiner Bahnhof wie in Glasgow, das wäre auch aufwärtsschuldend zu tun. Allerdings ist es wirklich zu klein. Ja, das ist ausgeschrieben gewesen. Das ist nicht gut. Für wie viel waren denn ausgeschrieben? Ja, ich hab da die Räume sind da eigentlich drin in so einem kleinen Häuschen. Das sind ja nicht mehr als drei, vier Räume oder so. Ja, aber das ist so, wie man da sehen kann, das ist ja oben und ist da auch noch natürlich so ein Achtel vielleicht oder so. Also bei überall in den Dienststellen war das ausgeschrieben. Also ich stand da dran, dass man dann nicht dafür bewerben kann, aber weil das Mindestniveau ist, kann ich jetzt nicht vergessen. Da kommt auch drauf an, in welcher Direktion er ist. Aha. Also manchmal verlangen sie ja dermaßen unmögliche Preise, denn dann willst du wirklich ja keiner kaufen kann. Also wenn ich teilweise, wenn ich vereint in das Bahnhofsgebäude, was weit abseits vom Ort stand, nicht saniert war, halt nur noch bewohnt, also so den Leerstand, dafür haben sie dann 220.000 Mark verlangt. Und haben sie dann auf Grundstück geschoben, dann das Grundstück bestand aus zwei Gleisen, die auch alle reingeschottert waren. Ja, ja. Ich meine, und dass sie dann natürlich keiner kauft, ist ja klar. Ja. Weil da die Preise da in der Gegend auch nicht besonders hoch sind. Also auf so einem Bauch, die sollen in Thüringen, aber auch nicht im Erzgebirge, sondern auf dem flachen Land. Aber dann zum Beispiel hier im Norden ist es so, da werden die wirklich schon teilweise sehr, sehr günstig weggeladen, die Waren. Ja, ja, das ist einer, der aus dem Ballungsgebiet kommt und da gibt es die Internet, ne? Ja. Ich meine, die müssen das schon ein bisschen preiswerter machen, denn ich meine, außer ein Eisenbahnfan, wer kauft sich einen alten Bahnhof? Also, ich meine, dann ist das bloß, das halt so ein Gebäude wirklich ein bisschen klein ist. Also, denn, um jetzt wirklich drin zu wohnen. Hinten oder so würde es gleich mal gehen. Wenn oben, ich weiß nicht, wie hoch die Räume da hoch sind, aber. Denkt man nicht besonders hoch. Also, da müsste man schon sehr, sehr viel dran sanieren. Also. Ja, das ist klar. Wenn man da noch anbauen könnte oder so, dann müsste man sich dann halt erkundigen oder so nach hinten. Ja. Aber das wäre ja schön, dann irgendwie so ein Bahnhof. Ja, schon bei der Anfangsfrage. Bahnhof Putlitz. Hier ging es bis 1981 weiter nach Porret bzw. Suko.
ehemalige Abzweig Richtung Kleinberge über Sagast, Grenzheim und Muggerkuhl. Jawohl. Rechts zu sehen, ein Anschluss einer BHG oder sowas ähnlichem. Gleise des ehemaligen Anschlusses müssen wohl noch aus der Anfangszeit dieser Strecke stammen. Hinter mir hustet gerade ein Pferd. Guten Tag, Mr. Ed. Jawohl. So, also das Pferd hat es gerade genießt. So, ja, dann fahren wir mal wieder her. Jawohl. Also wie gesagt, hier ist der Berger Bahnsteig. Er befindet sich gegenüber dem Empfangsgebäude des Bahnhof Putlitz und ist über einen Bohlenweg vom selbigen zu erreichen. Wie schön muss es einst gewesen sein, hier in einem Zug bestehend aus einer Einerlok und alten Triebwagenanhängern die Reise Richtung Kleinberge zu beginnen, um dort auf die Perleberger Ringbahn zu stoßen. Blitz vom Perleberger, vom Kleinberger Bahnsteig aus gesehen. Die neue Zeit ist angebrochen, es findet kein Güterverkehr mehr statt. Die Gleise sind verwaist, ebenso der Lokschuppen. Die Strecke Pritzwalk-Putlitz wurde im Juni 1896 eröffnet. Sie war der erste Teil dieser regelspurigen Kleinbahn, die später weiter nach Sko geführt wurde und Richtung Kleinberger Anschluss an die Perleberger Ringbahn erhielt. Sie wurde als Ost- und Westprignitzer Kreiskleinbahn eröffnet, die unter anderem auch den Pollo, eine 750 mm Schmalspurbahn im Küritzer Raum, betrieb. Die Anlagen waren so ziemlich von den Baulichkeiten her identisch und nur mit dem Unterschied, dass, wie gesagt, die Putlitzer Strecke die letzte Strecke dieser Kleinbahngesellschaft ist, die noch existiert. Die anderen Strecken wurden zwischen den 60er Jahren und 1980 alle im Personenverkehr eingestellt und größtenteils auch danach abgebaut. Und nun harrt die Putlitzer Strecke dem, was da kommen möge. Und die Werkstatt des Bahnhof Putlitz. Bemerkenswert sind unter anderem auf diesem Bahnhofsgelände die Laternen, die hier noch stehen. Der Lokschuppen weist eine Anzahl von Anbauten auf, die in späteren Jahren nach der Eröffnung dran gebaut worden sein müssen. Im Vordergrund das Hauptgleis. Holungsanlage. Blick Richtung Putlitz, Richtung Pritzwalk, jawohl. Die Gleisanlagen des Lokschuppens und der Werkstatt und die Abstellanlagen setzen hier so langsam Rost an. Und Ruhe kehrt ein. Putlitz am 3. Dezember 1995, Weihnachtszeit. Auch wenn die Fahrkartenausgabe geschlossen ist, gibt es hier noch einen Warteraum.
Diese Fahrkartenausgabe dürfte wohl noch eindeutig aus kleiner Zeit stammen. Und der Triebwagen steht wieder einmal bereit zur Abfahrt zurück Richtung Pritzwalk. Und das wäre es dann für Gutlitz hier, genug Aufnahmen gemacht. Die Handkurbel zur Schrankenbedienung der Strecke Richtung Sukow. Kleine Wettfahrt zwischen Kubier und Pritzwalk. Der Triebwagen ist trotz des kleinen Rennens heil in Pritzwalk angekommen und steht auf der Kleinbahnseite des Bahnhofs. Rechts fuhr einmal vor über 20 Jahren der Polo ab. Heute musste nach dem Krieg neu gebaut werden, da im Krieg der Bahnhof heute nicht zerstört worden ist, weil ein Munitionszug, der direkt auf diesem Bahnhof stand, durch Beschuss in die Luft geflogen ist. Wie lange werden die Züge Richtung Putlitz wohl noch rollen? Hier ein paar Meter weiter fuhr, wie gesagt, bis 1969 der Polo ab. Richtung Lindenberg, Bredin, Köritz und so weiter und so fort. Schade, dass diese Zeit nun endgültig wohl vorbei ist. Nun heißt es Abschied nehmen von der Ost- und West-Prignitzer Kreiskleinbahn.